Yo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sehe heute ein bisschen komisch aus. Ich bin gerade in Hamburg, bin schon geschminkt für die Show, die gleich hier losgeht. Ich choreografiere oder habe hier choreografiert und mache gleich mit meinen Jungs eine kleine Parcours-Show. Hinter mir stehen hier schon die Obstacles bereit, ein Teil davon. Wir haben noch ein richtig geiles Stangengerüst. Ich hoffe, ich kann bei der Show ein bisschen was filmen. Gleich kommen die ganzen Gäste. Hier sind schon die Tische und so aufgebaut. Sieht alles richtig fett aus. Nachher gibt es hier direkt am Hafen noch ein riesen Feuerwerk oder Feuershow. Bin schon echt mega gespannt darauf. So, die anderen sind jetzt auch fertig geschminkt. Gleich geht's los. So, die Parcours-Show war ziemlich cool. Der Boden ist aber mega rutschig hier, ziemlich staubig. Hat trotzdem alles einigermaßen gut funktioniert. Jetzt brauche ich eine Pause und dann haben wir nachher nochmal einen kleinen Auftritt. Geschafft für unseren letzten Auftritt, haben wir nochmal so Neonfarbe ins Gesicht und auf die Arme gekriegt. Das ist nicht ganz so angenehm, gehe ich mir jetzt schnell abschminken, dann zurück ins Hotel und morgen habe ich ganz früh wieder einen Dreh, auch hier in Hamburg, im Sprungraum, wird schon auch cool, jetzt schnell abschminken. So, endlich zurück im Hotel, ich bin echt fertig, es ist jetzt auch schon kurz nach 1, um 7 muss ich morgen wieder aufstehen, los zum nächsten Dreh. Ich freue mich schon auf den Dreh morgen, aber ich bin echt ziemlich fertig. Die Nacht war einfach viel zu kurz. Ich bin noch mega kaputt und müde. Ich muss jetzt noch mal einmal quer durch ganz Hamburg fahren, um zur Trampolinhalle zu kommen. Erstmal brauche ich einen Kaffee. So, wir sind angekommen hier in der Halle, haben gerade schon mal alles so ein bisschen durchgesprochen, was wir jetzt aufnehmen. Ich ziehe mir schnell noch eine andere Hose an und dann geht's los. Wir bauen jetzt um, wir sind hier unten fertig, gehen jetzt nochmal in einen anderen Bereich und drehen da weiter. Es ist echt kalt, ich habe mich noch gar nicht wirklich bewegt heute, weil wir die ganze Zeit moderiert haben. Oder ich habe die ganze Zeit moderiert. Jetzt werde ich ein bisschen springen. So, wir sind endlich fertig mit dem Dreh hier im Sprungraum. Hat mega Spaß gemacht, aber ich bin echt fertig, gestern noch von der Show. Hier jetzt den ganzen Tag gedreht. Wir packen jetzt alles ein, es wird auch noch mal ein bisschen dauern. Dann geht es 3 Stunden so mit dem Auto zurück nach Berlin. Ich freue mich schon richtig krass auf mein Bett, ein bisschen erholen. Morgen früh geht es dann wieder in die Turnhalle, da richtig trainieren. Ich bin wieder zurück in Berlin. Ich habe heute einen mega krassen Muskelkater, wie erwartet. Ich bin heute doch nicht in die Turnhalle gefahren. Ich habe zu Hause ein Video geschnitten mit Aufnahmen, die wir vor 1-2 Jahren gemacht haben. Richtig coole Aufnahmen, habe ich noch gar nichts draus gemacht. Wird ein richtig fettes Video. Jetzt gehe ich mit meiner Freundin ein bisschen Bowling spielen, ganz entspannt. Und morgen gehe ich dann wieder trainieren. So, wie ihr seht, bin ich doch nicht in der Turnhalle heute. Ich bin draußen. Heute ist endlich mal wieder einigermaßen schönes Wetter. Die Sonne scheint jetzt sogar. Vorhin war es noch ein bisschen regnerisch, aber jetzt scheint die Sonne. Es sind plus 8 Grad, glaube ich, jetzt gerade. Echt geil fühlt sich das an nach den ganzen Tagen mit Minusgraden jetzt die letzten Wochen. Und deswegen drehe ich heute spontan ein Video, was ich schon sehr lange geplant habe, was ich jetzt endlich mal umsetzen kann. Ich mache ein Fotoshooting mit Dimitri und Parcours-Fotoshooting natürlich. Und gebe euch dabei ein paar Tipps dazu, wie man am besten Parcours-Fotos machen kann oder wie sie auf jeden Fall klappen oder gut aussehen dann. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird dann die nächsten 1-2 Wochen auch online gehen. Krass. Wow. Yeah. So, wir hatten einen richtig geilen Dreh. Das Video dazu geht dann nächste Woche bei mir auf dem Kanal online. Das Licht wird langsam richtig schlecht, deswegen müssen wir jetzt auch aufhören. Aber hat auch gereicht. Morgen früh geht es dann wieder in die Halle. So, heute habe ich es endlich in die Turnhalle geschafft. Ich bin aber mega kaputt von dem Shooting gestern. Die Fotos sind aber echt geil geworden. Ich habe gestern Abend schon ein paar bearbeitet.
und werde jetzt die nächsten Tage nacheinander bei mir auf dem Instagram-Kanal hochladen. Checkt das auf jeden Fall mal ab, habe ich oben auf meinem LinkedIn-Kanal. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu meinem Instagram-Account. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mich da auch abonniert. Als erstes springe ich mich hier ein bisschen auf den Trampolin warm. Ich merke echt, dass ich noch mega kaputt bin von gestern, gar keine Power habe. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Koordinationstraining machen, was ganz entspannt ist eigentlich für den Körper, aber ja, für den Kopf ganz schön anstrengend. Ich werde jetzt immer abwechselnd einmal Backflip-Twist nach links schrauben und dann nach rechts. Also links ist meine gute Seite, nach rechts kann ich es eigentlich überhaupt nicht. Und genau, jetzt versuche ich das so oft wie möglich hinzukriegen. So krass. Einem wird schwindelig und man kriegt Angst. So, weil das mit der Orientierung gerade meinen Kopf so krass zerstört hat, mache ich direkt weiter. Ich habe hier einen Jonglierball. Ich werde ihn jetzt hochwerfen, Rückwärtshaltung machen und den Ball wieder fangen. Das ist auch mega komisch für die Orientierung. Müsst ihr mal ausprobieren. Vielleicht sieht man, dass hier mein Auge ein bisschen rot ist. Ich habe mir gerade den Ball selber voll ins Auge geworfen. Also hochgeworfen, Seite gemacht, hochgeguckt und dann ist er mir direkt im offenen Auge gelandet. Nicht so angenehm. So, ich bin für heute durch mit der Session. War richtig cool, mal was komplett anderes als sonst. Ich hoffe, euch hat der Vlog der letzten Tage auch gefallen. Wenn ja, schreibt mir das unten in die Kommentare, wenn ich das wieder regelmäßig machen soll in Zukunft. Genau, wenn sich das einige von euch wünschen, werde ich das wieder anfangen. Ansonsten habt viel Spaß beim selber trainieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.